Hat sie ganz stolz auch Lumos gemacht. Knöterichzweig. Hä? Ich bettel doch gar nicht. Ich erwähne es nur immer wieder vehement. Über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn treiben. Geil. Kann ja bei mir nicht mehr viel passieren. Ach hier. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Wie sie mir jetzt schon triggert, dass ich gleich wieder irgendeinen beschissenen Bosskampf habe. Ich bin nett. Privat. Manchmal. Für viel Geld. Bin ich nicht überrascht. Erst die Fupa und jetzt das. Ah, shit, ich habe nicht aufgepasst, ich Idiot. Mach das. Ich denke, wir sollten Motten finden. Ich denke, ich muss erstmal das hier machen. Oh, erstmal das. Ach hier. Motte gefunden. So. Triangle. In rund. Hä? Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden, die Motten zu finden. Ah, da. Ach hier. Ein Sessel, na klar, der hat mir noch gefehlt in meinem Leben. Piu, piu, piu. Lumos. Lumos. Lumos! Wie stolz sie das sagt, der einzige Zauber, den sie kann. Wenn wir an den Ringen ziehen und die Runen zuordnen, finden wir bestimmt die Motten. Was für Ringe will sie denn ziehen? Lumos. So schon erledigt. Warum macht die das auch immer? Ist sie irgendwie behindert? Noch ein Hindernis. Wieso ist was kaputt gegangen? Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Brauche ich da eine neue? Ach hier.
Lumos! Lumos! Also, wenn sie wenigstens das zweite Viech mitnehmen würde und dadurch hilfreich wäre. Lumos. Aber sie rennt einfach nur rum und schreit Lumos. Ja, bei mir ist mein ganzes Leben kaputt. Hi Merlin, es ist wunderschön. Lumos. Lumos. Oh, Döner. Ich werde nicht zum Döneressen eingeladen von euch. Lumos. Ich finde einen Stein zum Mond. Du hast es geschafft. Ja, ohne deine Hilfe. Levitiere einen Sumpfgradler an der... Das war der... Ah, doch, hat funktioniert. Sehr gut. Wie er die Alte weggefetzt hat. Das war lustig. Kommt denn das Ding da schon wieder her? Hab ich das geworfen? Hä? Sag mal, aktiviert sich das von alleine? Ja, ich nehme den Trixieren Döner. Ich nehme ihn. Hallo. Ich nehme Döner. Döner, Döner, Döner. Vorhin ein Video gesehen, da ist einer 900 Kilometer gefahren, um einen mit 5 Sterne bewerteten Dönermann zu besuchen. Der 1006 Gramm Döner oder irgendwie so. Donnergebräu, du meinst den Trank? Den habe ich schon mal ausprobiert, ja. Den benutze ich nur gar nicht, weil ich allgemein die Tränke ja jedes Mal... Dort, wo das Wasser brodelt. Seltsam. Vergesse, dass ich überhaupt sowas habe. Ganz deiner Meinung. Ob ich lieb bin, ja sicher. Soll ich da jetzt rein, oder was? Ich tauche in den unheimlichen Wirbel rein. Also einen Döner habe ich immer verdient. Bei Merlin. Aus der Nähe ist es noch schöner. Hier sind wir. Ich bin ganz sicher. Hau ab! Bei dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Also, ich weiß ja nicht. Ich höre ihn jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Wovon reden die? Sehr lustig. Ich
Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Das heißt, wir sind ihnen eigentlich. Immer, ich esse nur mit Knoblauch. Ich würde mir sogar noch extra eine Knolle drauflegen, wenn ich das dürfte. Als würde man direkt in den Mond schauen. So, wir haben, was wir wollten. Bringen wir ihn zum Steinkreis. Gut gemacht, Poppy. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Let's go! Hurra! Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Geht die da von alleine hin? Ah! Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Ich glaube nicht, dass uns Doran wissentlich in Gefahr bringen würde. Du hast recht. Ich mache mir sicher unnötig Sorgen. Glaube ich auch. Los, lass uns weitergehen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Welch wieder Beine? Wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und bedroht jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich immer noch schrecklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Ja, sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Ich fühle mich immer gut, wenn jemand wegen mir kommt. Die zu beschützen, die Schutz brauchen. Okay, was geht hier ab? Mondstein! Flieg und Sieg! Ich kann sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Auf welchem Kanal? Ich hab... Mal 80 Nachrichten bekommen, wer alles live ist. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist es normal, dass sie ein Muster auf dem Boden hinterlassen? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Ich kann es kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal erlebt? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du, dass du hättest... Danke für den Kommentar, lieb von dir. Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Ich Schulermittler. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ist das ja auch. Hobby. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Stimmt, so ein Scheiß gab's ja auch mal. Schulermittler wohl. Und so ein Rotz. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher. Die haben tatsächlich damals, weiß ich noch, mal eine Umfrage gemacht auf der Straße. Und haben Leute gefragt,
ob die glauben, dass es sowas wirklich gibt, wie in der Serie, so Schulermittler und sowas. Ich auch. Und was sie davon halten. Und die Leute dachten halt wirklich, das wären reale Fälle, die sie da erzählen. Das soll sich jetzt ändern. Die dachten, das wäre echt. Es gibt halt wirklich Leute, die das glauben. Nach dem, was ich gesehen habe, bist du auf dem richtigen Weg. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt. Aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Ich glaube, die steht auf mich. Danke, dass du es mir sagst. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer fliegen. Ja, ist immer das Gleiche. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Wieso sollen wir den denn jetzt wieder mitnehmen? Bist du mit der Zeichnung fertig? Gerade so. Ich glaube, das und am Ende, egal was sie gemacht haben, also sie können auch jemanden umbringen oder so, am Ende mit einem, es tut mir leid und ja, ich verstehe, ich habe es falsch gemacht, ist dann wieder alles gut. Dann kommt am Ende die Erzählerstimme, schon eine Woche später hatten sie wieder Kontakt und waren überglücklich. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin bereit, wenn du es bist. Nee. Ich dachte, da kommt jetzt ein Niesererara, aber dann doch nicht. War kein Niesererara. So, jetzt noch die Nutti. Das waren immer ganz, also das war wirklich, oh, das lief aber bei mir im Fernsehen als Hintergrundrauschen quasi. Es gibt, ich mag das nicht, wenn ich Stille habe beim Arbeiten. Das nervt mich, wenn alles um mich rum still ist, kann ich irgendwie nicht arbeiten. Da manche Tage sind schwieriger als fühle ich andere. Mich immer einsam. Nati, ist alles in Ordnung? Genau, das ist dann so ein Schlusssatz. Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden, aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn, vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Tut mir leid, Nati. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Du hast so viel getan. Ja, eben. Tatsächlich sind viele meiner guten Tage nur deinetwegen. Hallo, Kasi. Die schlimmen Tage allerdings. Kasi, dein Abo ist ausgelaufen. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden. Hallo, Windhund. Und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Natürlich kenne ich das. Wie gesagt, bei mir lief das als Hintergrundrauschen. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Als Corona losging. Bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. War das bei mir so, also das erste Mal, als Corona wirklich losging, hat ja meine Firma direkt gesagt, Leute, ihr bleibt jetzt zu Hause, Homeoffice. Und ab diesem Tag lief bei mir den ganzen Vormittag bis 13 Uhr im Hintergrund immer Frauentausch auf RTL 2. War einfach immer da, während ich gearbeitet habe. Das war so das Hintergrundrauschen. Das war, also, waren ja keine neuen Folgen, waren ja immer die alten Folgen, alles. Weiß ich nicht, es lief einfach. Hä, ich hab nicht zugehört. Was hat die gesagt, die Alte? Welcher Typ? Der Andreas mit Halt, Stopp. Ja, das war der Andreas. Und Nadine, The Brain. Die habe ich alle nochmal gesehen, die Folgen dadurch. Aber das lief einfach den ganzen Tag bis 13 Uhr. So, das ist das die... Ich würde jetzt gerne eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin... diese Schatzkartendinger machen, aber da brauche ich Google. Hä, ist das die... Ist das meine einzige Mission jetzt da noch? Das sind die Schlüssel... Karte. Außer jemand weiß auswendig, wo die sind. Der Hypogreif markiert die Stelle. Komm, ich goggle das. So leid es mir tut, aber das macht keinen Sinn jetzt da, dass ich da eine Stunde rumsuche.
Erdbeerkäse, ja, ja. Bio ist für mich Abfall. Ach so, scheiße. Ja, Frühstücksprogramm. War das jetzt? Ja, doch, da bei mir dann schon auch, tatsächlich. Hä? Wieso hat... Ach so. Also sorry, dass ich jetzt hin und wieder ein bisschen wegschaue, weil ich will es machen, aber ich werde natürlich jetzt einen Scheißdreck tun und hier ewig rumsuchen. Das ist mir zu blöd. Da wollen wir hin. Und die Ballons lassen wir auch noch platzen, wie dicke Busen in meiner Hand. Windhund, die Anja hat gesagt, sie findet mich sexy. Und sie würde mir ihr ganzes Geld geben, in dem Wissen, wenn ich davon einen Puff aufmache, in dem man den ganzen Tag mich anschauen kann. Ja, wollte ich dir nur mal sagen. Da stehen jetzt die Pläne dann schon langsam. Die hat gesagt, sie verkauft euren Landgasthof und das soll dann in eine Puff investiert werden. Ich nenne mich dann Laila. Und da kann man mich dann den ganzen Tag anschauen. Na, Trixi, du wärst Stammkundin. Du würdest da drin wohnen. Scheiße, die Anja ist ja da. Fuck. Ich dachte, die wäre gerade nicht da. So ein Mist. Ah, das war's mit meiner Geschäftsidee vermutlich. Manchmal besteht ein Gefahr. Bringen wir diese Sache hier einfach hinter uns. Eine Verschwendung. Erinnerst du dich an deinen allerersten Mord? Ich nicht. Es verschwimmt mittlerweile alles. Der für einen Scheißdreck, sagt er. Total ist das. Vielleicht sehe ich mal nach. Ich könnte schon. Du da! Was ist denn ein... Donk, 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 donk. So, finde die Schatzkarte. Irgendwo, wo so eine Treppe runtergeht, steht da so. Hier. Aber da war ich doch schon, oder nicht? Yeah, wenn ich genügend verdiene, dann wirst du auch bezahlt als Mod.
Ich würde nicht nach Pyttaponfort zurückgehen, wenn sie Galeonen verschenken würden. Aua, hey! Achso, der hat es überlebt. Alter, der hat es überlebt. Zwei. Schön. Mal sehen, was wir da haben. Jetzt was aufgegangen. Hä, es kann ja gar nicht stimmen. Egal. Revelio. Das ist doch nicht richtig. Oben am Kopf, links, rechts und der Schräge. Schön. Mal sehen, was wir da haben. Ah, jetzt. Ich wohne in Deutschland, du Wurst. Hier gibt's keine Highschool. So, das war Nummer 1. Finde den Schatz anhand der musikalischen Karte. Ach ja. Schloss Klagma.
Und ihr seid ja auch nicht weit weg von der Schweiz. Da erwarte ich ja, dass da auch Kundschaft kommt. Gehört, Angela Merkel hat auch bei euch diniert. Das schreibe ich zumindest jetzt dann als Bewertung rein. Angela Merkel war da und hat gesagt, lecker! Ah, ich krieg dann die abgefransten BHs. Wo ist denn dieses Schloss? Du bist es, gell? Ja, wenn ich damit reich werde. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ah ja, okay. Da muss dann irgendwas mit Glocken. Revelio. Das war eine tolle Aufgabe. Immer eine schöne Überraschung, denn ein Jahr ist keine Überraschung. Hat das jetzt gar niemanden interessiert, oder was? Nur so ein Panzer. Petrificus Totalus. Das ist auch lustig. Pflanzen. Incendio. Protego. Das wird dir noch leid tun. Expulso. Incendio. Expulso. Incendio. Expulso. Expulso. Das ist meins. Incendio. Hammer, wo will er denn hin?